Hallo, Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu meinem Let's Play Silent Hill. Ach Leute, es ist so viel Schreckliches passiert. Meine Facebooker-Freunde und meine YouTube-Abonnenten haben es eventuell gelesen. Mir ist meine Festplatte durchgebrannt und so konnte ich erstmal eine ganze Zeit lang kein Silent Hill mehr spielen. Und ja, ich habe es mir neu zugelegt, wieder bis zur Stelle hingespielt. Und dann wollte ich anfangen zu Let's Playen und dann hat mein Rechner schon wieder Scheiße gebaut. Ohne Witz, das hat mich so aufgeregt, aber ich hoffe, jetzt funktioniert's. Als Entschädigung werde ich den Teil, sagen wir mal, doppelt so lang machen, also eine halbe Stunde, und gucken, ob ich heute eventuell noch, also zwei Parts hintereinander hochladen kann. So. Wir sind da, wo wir zuletzt aufgehört haben. Am Clock Tower. Und jetzt werden wir mal gucken, was so gemacht wird. Okay, die Tür ist immer noch zu. Warum? Okay. Die Zeiger sind bei 5 Uhr stehen geblieben. Das ist interessant. Was mache ich jetzt? Gut. Holen wir unsere Karte wieder raus. An der Rezeption, da könnte ich eventuell noch was machen. Ich gehe mal gucken. So. An der Stelle sollte ich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich musste ganz kurz mein Timer. Wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte nach dahin. Nein! Oh, ich bin ausgewichen. Dämliche Mistviecher. Ja, an der Stelle sollte ich noch ein paar Grüße ausrichten. Was heißt ich sollte? Ich habe es einfach getan, denn ich habe auf YouTube und auf Facebook geschrieben, hey, wer in meinem nächsten Silent Hill Let's Play erwähnt werden möchte, der soll doch bitte auf Gefällt mir klicken oder mir eine PN schreiben. Es haben bei mir nur zwei YouTuber gemacht. YouTuber, Facebooker. Einmal liebe Grüße an Natalia und an Markus. So. Ja, mach den Switch an. Boah, es funktioniert. Was passiert jetzt? Ich kann mich nicht bewegen. Okay. Und was hat mir das jetzt gebracht? Lässt ihr euch jetzt sehen? Nein. Cool. Ich habe es jetzt irgendwie geschafft, Strom zum Laufen zu bringen. Hatte ich irgendwie eine Stelle gehabt, wofür ich Strom brauchte? No? Keine Ahnung. Wir gucken einfach mal weiter. Ne, da war glaube ich nichts drin, ne? Nein. Da ist auch nichts passiert. So. Dann gucken wir einfach mal. Ich glaube, ich gehe einfach mal nach. Oh mein Gott! Mal nach ganz oben. Okay. Wo ist die nächste Treppe? Wahrscheinlich auf der anderen Seite bei meinem Glück. Ja, ich darf mal nach oben laufen. Dann da und dann da. Okay. Ich laufe jetzt bestimmt irgendwelche Viechern wieder in die Hände. Ah, was hat er rumgequietscht? Ätzend. Ich hatte auch vorhin... Was heißt vorhin? Also ich habe ein paar Soundprobleme mit Fraps und mit dem Spiel. Ich musste... Oh, das war close. Misthampel. Ja, Misthampel. Ich musste nämlich den Ingame-Sound jetzt um einiges leiser machen, weil man sonst meine Stimme nicht hört. Ansonsten muss ich halt für den nächsten Part mal gucken, wie ich dieses Problem beheben kann. Und die Tür ist zu. Klasse. Wie viel Leben haben wir noch? Nein, nicht Pause drücken. Ich brauche mein Inventar. Ah, passt noch. Ich habe davon... Ja, gut. Nach dem nächsten Angriff sollte ich mich mal heilen. Aber ich sollte vielleicht erstmal gucken, wo ich hin muss, hin will. Okay, da komme ich nicht lang. Da war ich schon, da war ich schon, da war ich schon. Da habe ich alles abgesucht. Gucken wir weiter. Da bin ich nicht reingekommen. An der Rezeption war nur ein dickes Fragezeichen. Oh, 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 oh. Gehen wir da mal gucken. Wir laufen. So, und bin ich jetzt zu weit gelaufen oder genau richtig? Genau richtig. Dann laufen wir jetzt den Gang dabei runter. Gucken, ob wir noch ein paar Viechers finden. Bin jetzt bestimmt. Aha. Ich wollte eigentlich sagen, ich bin jetzt bestimmt voll die falsche Richtung gelaufen, aber das war ja nicht so. Okay, hier sind Viechers. Das Game leckt. Leckt mich am Arsch.
So, wir haben hier immer noch dieses schöne Gemälde, was aber nichts macht, nicht aussagekräftig genug ist, damit wir da jetzt irgendwas reißen können. Ach Gott, ey, ich hasse das, bei Spielen nicht weiterzukommen. Ich meine, klar, gut, ich habe das Ding gerade. Die Dingsies, die Medaillons oder was das war. Los, du musst noch treffen, Alter. Tritt zu. Und den auch noch. Den auch noch. Den. Das ist gut. Braves Gerät. Okay, Rezeption, da konnte ich nichts machen. Clock Tower, die hat mir da jetzt auch nicht wirklich weitergeholfen. Ich laufe da jetzt einfach mal zu den Klassenräumen rechts und dann nach oben in die Halle. Gucken, ob ich da hinkomme. Da weiterkomme. Nein. Ich vergesse. Ich gucke auf die Karte und dann vergesse ich schon wieder, wo ich hin will. Ist das herrlich? So. Okay, ich bin mir sicher, dass ich hier schon eh vorher mal drinne war. Aber schadet ja nicht, da nochmal reinzugehen. Los auf. Es ist aber ein schönes Gefühl, endlich mal wieder ein bisschen. Wow. Was bist du denn? Kleines, durchsichtiges Ding. Jetzt bist du weg. Was war denn das? Wieso habe ich es jetzt gerade gesehen? Da bist du schon wieder. Was bist du? Du bist hingefallen. Bist du ein Kind? Bist du ein Teddybär? Zeigst du mir den Weg? Oder bist du einfach nur zum Spaß da, um mich zu ärgern? Ja gut. Wie auch immer. Yay, hier ist zu. Alles klar, die Halle können wir also auch nicht betreten. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt nach links und dann gucken, ob wir da rechts hochkommen. Nach links. Hier ist auch zu. Wo sind wir jetzt? Okay. Schon wieder dieses Schattenviechchen. Ach, komm schon. Warum bist du auch zu? Was ist Scheiße? Überlegen. Ja, das war der Keller, der hat mir ja auch nicht wirklich viel gebracht. Ach Leute, ist das blöd. Ist denn irgendwie eine große Uhr, wo ich ein bisschen rumspielen kann? Komm, die sollen eigentlich alle richtig drin sein. Na ja gut, rausnehmen kann ich sie sowieso nicht mehr. Gucken jetzt nochmal nach. Oh! Jetzt? Was? Ach, oh, ich bin so dumm. Bin nach unten reingegangen, Strom angemacht und jetzt funzt das Ding hier auch. Okay. Cool. Ungefähr 15 Minuten jetzt verbraten, nur um den falschen Weg zu gehen. Und jetzt, können wir endlich weiter. Ist doch schön, wenn man mal was alleine hinkriegt. Keep out. Niemals. Niemals! Wir beobachten unseren viereckigen Arsch. So. Wir sind jetzt komplett im Dunkeln. Nein, eine kleine Sequenz. Wo sind wir? Where am I? Das habe ich gerade gefragt, Junge. Ich sehe genauso aus wie vorher. Oh, jetzt krieg ich noch Sugar. Have I been here before? Ein sehr ungutes Symbol, würde ich sagen. I don't remember this being here before. Ja. Ja, okay. Aha. Habe ich eine Karte hierfür? Ja. Es ist genau dieselbe Schule, nur irgendwie anders vielleicht? Okay, dann suchen wir halt alles nochmal ab.
glaube, nein! Ich glaube, ich bin in die Parallelwelt von Silent Hill gerutscht. Man sieht es schön an den Wänden, ganze Umgebung komplett anders und ich sollte lernen, mal den richtigen Knopf zu drücken, wenn ich mich heilen möchte. Umdrehen, zielen, schießen, bam, bam, bam! Und, jawohl, tritt kleinen Kindern in die Klöten. So, wir befinden uns jetzt irgendwo da. Okay, das könnte sehr interessant werden, finde ich. Cool, was ist das? Hier liegt ganz viel Kram rum. Puppen, da ist ein auffällig rosa Ball. Ein Flummi, a Rubberball. Sehr gerne. Gucken, was ich damit mache. Vielleicht kann ich damit kleine Kinder bewerfen. Wer weiß, wer weiß. Boah, ich kriege schon wieder eine Gänsehaut. Ich liebe Horrorspiele. Warum mache ich diese Geräusche? Weil ich es kann. Wir versuchen jetzt mal in dieser Welt in die Halle zu kommen. Ich gehe mal davon aus, dass es hier war. Ja, die Tür ist offen. Unser Radio geht los. Wir haben... Oh! Nein! Ah, geh weg. Penetriert wen anders. Los. Geh drauf. Und da auch nochmal. Los. So. Okay, nur zwei Gegner. Alles cool. Die Halle mag ich nicht. Was kann ich hier denn machen? Ist da irgendwas eingezeichnet? Gar nichts. Ist hier. Okay, vielleicht später. Vielleicht später. Mal sehen, mal sehen. So, wir befinden uns jetzt da. Wir gehen jetzt hier rein zu einem... Nein, Quatsch, da ist nicht der Klassenraum. Der sollte, glaube ich... Oder? Ah, ich komme auf die Karte voll nicht klar. Wäre das jetzt gewesen und ich gehe da jetzt hier rein. So. Das sieht aus wie ein Klassenraum. Nur irgendwie anders. Da liegt was. Da liegt was, was ich wohl irgendwie mitnehmen kann, hoffe ich. Los. Okay, dann nicht. Stuhl voller Blut oder Rost oder wie auch immer. Ja, ich mache in dem Spiel permanent die Karten auch so. Ah, da kann ich also nicht weiter. Okay, dann gehen wir jetzt hier weiter. Hier durch und... Ach, Leute. Nein, ich wollte weg. Au. Menschens, Kinders, ihr tut mir weh. Nein! Wo bin ich jetzt? Okay, ich bin jetzt da. Ich gucke jetzt, ob ich da rechts irgendwie raus kann. Jawohl. Guck mal nach, wie es mit meiner Gesundheit steht. Ja. Friends Pink Rubber Ball used by children. Wow! Ehrlich? Okay, abgeschlossen. So. Wir sind jetzt da. Da komme ich nicht lang. Dann gehen wir links rein. Also diese Tür hier. Und wer hätte das gedacht? Kleine Viecher. Ich hatte eigentlich irgendwie mal vorgehabt, Munition zu sparen, aber besser, ich verballe ein paar Schüsse. Anstatt dass ich jetzt drauf gehe. Tritt zu, tritt zu. Was mit dem anderen? Habe ich ihn so sehr abgeknallt, dass er nicht tretbar ist. Ah, ist ja noch einer. Ich glaube, den versuche ich zu verprügeln. So, komm her. Komm her! Ja, so ist richtig. Immer mitten in die Fresse rein. Komm. Solange du nicht an mir rankommst, ist an mir. Solange du dich nicht an mir vergreifst. So. Und Kartentime. Wir müssen... Können. Ich will weiter nach links an der Rezeption vorbei oder erstmal reingucken, was hier so ist. Gar nichts. Hier ist eine Tür. Und aha, aha, aha. Das Gemälde hat sich in eine Tür verwandelt. Also, ja. Das Gemälde in echt, sozusagen. Er sieht mega krank aus. Liegt hier noch was? So, Sprühdosen. Sprühsahne. Kann ich das Ding aufmachen? Ja, ich gehe mal von aus. Okay, kein Schlüsselloch, kein Türknauf. Wenn ich gegendrücke, dann bewegt sich ein wenig, aber nur ein Stück. Und was ist das?
Center of the Doris Horus. Oh Mann, ich hatte doch dieses dämliche Kartending und du wolltest es nicht mitnehmen, du Affenkopf. Krass. Jetzt darf ich erstmal gucken, wo der Scheiß lag. Irgendeine Klassenräume, glaube ich. Okay, warte, geradeaus, da hoch und dann da. Mein Gott. Ich hab den Scheiß doch gehabt, aber er meint, nee. Das gehört da nicht hin. Geh weg, du kleines... Nein, ihr seid zu dritt. Ah, ah! Mein Gott. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. So, ich hab gesagt, du sollst das mitnehmen. Pisser, ey. Sie wird deinetwegen da wieder durch. Du Honk. Anstatt das Ding gleich mitzunehmen. Nein! Mein Gott. Krass. So, wie geht's deiner Gesundheit? Ja. Alles bestens. Dadurch. Ich will jetzt in dieser, durch diese schöne Zaubertür. So. Tu das Ding da rein. Ah, muss ich das selber machen, weil du es nicht hinkriegst? Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Und siehe da, es funktioniert. Da 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 da. Und auf das Ding. Wo sind wir? Ach. Okay. Mädchentoilette. Ich habe Angst, dass nichts passiert. Ich habe Angst, dass jetzt gar nichts passiert. Okay, sehr gut. Wow, ein Waschbecken voller Blut. Okay, das sind sehr, sehr schöne Toiletten. Räume, Kammern, Dingsies. Ich gehe mal lieber auf meine Pistole zurück. Safety first. Sicher ist sicher. Okay. Mein Radio rauscht. Hier ist nichts. Doch, Munition. Und zwar jede Menge. Reichlich für uns. Und was ist das? Oho, oho. Shotgun-Munition. Ja, das gefällt mir doch. Hier durch? Nein. Wofür? Das heißt, ich hätte das Ding gar nicht gebraucht eigentlich. Hey, 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 hey. Wo ist sie? Hier ist ein Klo, da ist ein Klo, aber wo ist sie? Wo ist die Tür, wo ich reingekommen bin? Die scheiß Tür ist weg! Ich fasse es nicht. Oh Mann! Ey, wie mich das Spiel verarscht! Krass! Okay, zumindest habe ich nicht allzu viele Möglichkeiten, da jetzt irgendwas zu machen. Gehen wir mal hier rein. Krass! Wie mich das Spiel ärgert. Ich auch nirgendwo rein, ich komme hier nirgendwo weiter, weil diese hohle Tür einfach verschwunden ist. Da ist sie. What the fuck? Hä? Wow, 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 was? Was? Oh, das Spiel ist zu viel für mich. Jetzt kommen wir auch hier weiter. Was war denn das? Mein Gott! Sie hat Junge. Oh. So, wer von euch kassiert jetzt alles noch Kick? Ah, du wahrscheinlich nur. Ja. Krass, ey, was war denn das?
Mein Gott, ey. Okay, da ist nichts. Gehen wir weiter. Jawohl. Kann ich gut gebrauchen. Telefone! Yay! Und der einzige mit Hörer. Und ich kann es nicht benutzen. Tüdelü. Alles zu. Oh mein Gott. Hallo? Cheryl! Okay, das war cool. Irgendwie, aber auch sehr krank. Aber sehr gut. Wir gehen nach oben. Habe ich jetzt einfach so beschlossen. Hier oben ist es auch so einladend. So. Ach. Na, hör schon auf, Alter. Und du, hör auch damit auf. Du hör auf zu atmen. Wieder falschen Knopf gedrückt. Mann! Ich verbringe über die Hälfte der Zeit im Spiel mit der Arka. Oh. Fast tot. Ah, so ungut. So ungut. Was ist das? Das sind Regale, glaube ich. Oder Regale gewesen. Sehr schön. So viel Munition, wie hier rumliegt, kann ich ruhig ordentlich rumschießen. Das gefällt mir. So, nicht, dass ich jetzt zu weit laufe, obwohl. Moment. Ihr seht da unten die beiden Klos. Und wo ich gemeckert habe, wo die Tür ist, die war ein Stockwerk unten. Das heißt, ich habe es irgendwie geschafft, durch diese dämliche Parallelwelt oder was auch immer das für ein Scheiß ist, einen Stockwerk nach oben zu kommen. Und... Oh, leck mich Silent Hill, leck mich Silent Hill! Das ist too much for my little brain. Shotgun-Munition in einer schönen lila Box. Da hat gerade irgendwas Geräusche gemacht. Wie als ob da irgendjemand auf dem Piano rumspielen würde. Oh. Ich gehe da jetzt rein. Wo bin ich jetzt? Okay, ich gehe da jetzt in den Musikraum rein. Ach, hör auf. Ah, lass mich los, du. Kackvieh. Kackvieh, stirb. Kackvieh, stirb. Oh, das ist krass. Also da wäre ich richtig durchgedreht, wenn er jetzt plötzlich so anspringen würde, angesprungen kommen würde und so. Boah, das wäre krass. Das wäre richtig mies. Oh nein. Oh nein, die Katzenszene. Ich bin mir jetzt aber ziemlich sicher, dass da keine Katze drin ist. Ich will das Ding nicht aufmachen. Ich will das nicht aufmachen. Okay. Wie da einfach mal so gar nichts drin ist. Nur fies viel Blut und so. Och nö. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein. Du Scheißspiel. Boah. Oh Gott. Krass. Krass. Alter.
Das war mir gerade ein bisschen zu viel. Heilige! Oh mein Gott! Das war sehr unfair. Okay, zumindest habe ich jetzt den Büchereischluss. Das heißt, ich kann jetzt versuchen, nach rechts zu laufen. Ah, natürlich nicht. Wäre sonst auch zu einfach gewesen. So, mach dich kaputt. Und dich kaputt. Gucken nach, wie es mit unserer Gesundheit steht. Davon habe ich aber nicht mehr so viel und davon habe ich auch nur noch drei. Ich muss aufpassen. Ich muss echt besser aufpassen jetzt. Sonst wäre echt doof. Okay. Da komme ich also auch nicht lang. Das heißt, wieder zurück zum Klassenraum. Hoch. Und dann gucken, ob ich den Gang da weiterkomme. Das heißt, ich hätte mir... Oh, Mistvieh! Wieder rein. Oh, Scheiße! Verdammt Mistviecher! Boah, ey. Das Spiel macht mich fertig. Aber richtig. So, wir jetzt da, also wie gesagt, war geradeaus und dann. Jawohl, Tür ist offen. Chemielabor ist zu. Dieser Raum hier, wo die Hand drin war, ist auch zu. Somit haben wir die zwei Räume auch schon mal ausgeschlossen. Das Chemielabor und das Labor-Equipment. Gehen wir zur Bücherei. Ich hoffe, dass wir da ein wenig Getränke finden. Ach, den Schlüssel haben wir jetzt selber benutzt, ja? Der Herr. Ein Buch ist bestimmt ein Klassiker. Oh, das da oben gefällt mir. Das ist einer meiner Lieblingsbücher, das First Aid Kit. Und, da hat gerade irgendwas geklopft. Und das kam von rechts. Oh, Scheiße. Was ist denn daneben an? Das ist ja richtige Bücherei-Ding. Okay. Ich gehe da jetzt rein. Aber! Das, liebe Leute, erleben wir alles im nächsten Part. Seid auch mit dabei. Nächster Part wird auch wieder eine halbe Stunde lang sein, um mich zu entschuldigen, dass es so lange gedauert hat, bis ein neuer Silent Hill Teil rausgekommen ist. Also, bis zum nächsten Teil. Euer Sparrix. Tudelu!